Jo Freunde, was geht? Hier ist Relit und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Unity. Ja Freunde, wir haben jetzt die Nahrungskette in der letzten Folge absolviert. Jetzt gehen wir zur nächsten Folge rum. Ich möchte halt so weit wie möglich kommen und so schnell wie möglich auch mit dem Gameplay fertig werden. Weil als nächstes Jahr Sport-Gameplay kommt. Ich werde doch schon alle ahnen, was das ist. Und ja, ich würde direkt sagen, starten wir mal los und gehen mal direkt zur nächsten Mission. Die heißt Dantons Opfer. Danton. Macht euch bereit. Warum muss ich denn immer... Hier, Bruder. Nee, ich hab keine Lust auf Coop. Lauf doch grad weg. Was denn jetzt? Scheiße. Sei gegrüßt. Bonsoir, sagt man ja, ne? Wenn man ja... Wenn man so ein Bonjour sagt, dann antwortet man ja normalerweise oder keine Ahnung. Kirchgänger haben heute eine Leiche in Notre Dame entdeckt. Der Volksmund nennt ihn bereits den Büßer. Ist der Gerechtigkeit Genüge getan? Nicht vollständig. Sivert hatte in der Nacht von Delassers Ermordung einen Komplizen. Dieser setzte den Todesstoß. Das ist äußerst beunruhigend. Was hast du erfahren? Er arbeitete mit einem Mann namens Roi de Thunes. Der König der Bettler? Seid ihr sicher? Ihr kennt ihn? Gerüchte. Die Bettler zahlen ihm Tribut. Der Mann selbst ist ein Geist. Wir setzten 3 Assassinen auf ihn an. 2 fanden keine Spur. Der dritte kehrte nie zurück. Ich kann ihn finden. Sivert traf einen seiner Adjutanten. Ich schulde es dem Andenken an Monsieur de la Serre, die Wahrheit aufzudecken. Vielleicht kannst du das sogar. Du hast dich heute als wahre Assassine bewiesen. Und ein wahrer Assassine braucht das rechte Werkzeug. Die versteckte Klinge und die Rauchbomben waren also nur, was ihr gerade zur Hand hattet? Eine Phantomklinge. Eine bescheidene Aufrüstung der traditionellen Assassinenklinge. Wo du hingehst, willst du deinen Feinden vielleicht nicht allzu nahe kommen. Nun denn, Assassine, der Rat entsendet dich zum Cours des Miracles. Finde dort den Tempelagenten Le Roi de Thunes. Erfahre sein Geheimnis und dann bring ihm Frieden. So, Phantomklänge haben wir schon mal eine bekommen gerade. Obwohl ich die ganze Zeit sie gesucht habe, drücken sie, achte Pfeil nach links, um die Phantomklänge auszuwählen. Haben sie die Auskost zu drücken, die L1 für einen Reflexschuss. Halten sie L1 gedrückt, um zu zielen, und drücken sie R2, um zu schießen. Okay. Ach ja, übrigens, Freunde, ich habe die Kleidung gewechselt. Die hat mich einen Haufen viel Geld gekostet, obwohl ich gar keine Ahnung von Style und Mode habe. Aber ein Tapetenwechsel musste jetzt auch mal sein. Und die Axt habe ich mir auch wieder zurückgeholt. Die andere hat mir nicht so gefallen, weil die ein bisschen zu schwer war. Ja, zu langsam ist. Okay, die ist auch schwer. Aber ich finde, die nimmt viel mehr Schaden an als die andere. Wo die eigentlich ein bisschen mehr geschliffen werden könnte. Damit halt mehr Schaden weggeht. Und ja, Freunde. Ah, mein Freund. Sagen, direkt, hallo. Eingekauft habe ich schon. Ich würde direkt mal sagen, machen wir uns auf den Weg. Zur Aufgabe und ja. Hey,
So, den Kanner brauchen wir jetzt nicht ganz schnell. Aufgabe. Es gibt keinen Platz für Leute wie dich in der Les violences sont encore remplies. Ah, mais ça marche pas, c'est parole. J'aurais tout vu. Qu'est-ce qu'il y a? On en garde. Ah! Tu cherches les ennuis? Au moins. Ce qu'il est drôle! Ich hätte jetzt warm sein müssen, obwohl das voll die Zeit verschwendet. Grundstück von 330. So. Geht's jetzt? Ach so, da hinten. Oh ja. Königreich der Bettler. Aha. Ich hätte auf jeden Fall einige Meter, die ich jetzt zurückgehe. Thank you.
Mais... Warum kann sich nicht die Kamera wieder richten? Das steht immer selber wegstellen, das ist scheiße. Halt. Jetzt sind wir endlich angekommen. Den Miracle. Kolonien. Da war's. Schlimm. Halt immer eine Hand an deinem Geldbeutel und alles wird gut. Die Aussichtskompanie? Ach, ich dachte nur, das ist ein Wachen. Aussicht haben. Okay, ja, muss jetzt nicht übertreiben. Ja, wow, wo ist der Schnellreiseziel? Da bist du, ja. Roi de Thunes Adjutant. La Touche. FSK 18, bitte. Oh, das würde ich lassen. Seht. Hübsch, nicht wahr? Das gute Volk von Paris spendet mehr Geld an Verkrüppelte, denn an ganze Bettler. Leroy de Thun sieht in diesem Sachverhalt eine Möglichkeit, seine weniger erfolgreichen Angestellten zu motivieren. Dieser Mann verlor einen Fuß. Nun könnt ihr losstürmen, für einen Aufruhr sorgen und all die Ratten zurück in ihre Löcher scheuchen. Oder ihr taucht in der Menge unter und folgt den Ratten zu ihrem König. Egal wie, den Fuß kriegt er nicht zurück. Erledigt. Bringt ihn in die Klinik und lasst die Wunde ausbrennen. Dann schickt ihn zurück auf die Straße. Komm schon, hoch mit dir. Ich verstehe euren Rat. Tatsächlich? Wer seid ihr eigentlich? Warum helft ihr mir? Hohoho, ich beobachte euch schon seit geraumer Zeit, Arno. Ich erachte es als meine ureigene Pflicht, all jenen zu helfen, die mit mir gemeinsam das grausame Schicksal in der Bastille teilten.
Und es liegt in meinem Interesse, den König der Ratten in der Falle zu wissen. Und zu mir selbst. Ich trage den ehrenhaften Namen Donatien Alphonse François, Marquis de Sade. Besucht mich doch, wenn ihr genug davon habt, geschmeißt zu jagen. Oh, das ist aber mal eine hübsche Spur. Viel Glück! Die Nächte werden wieder kalt. Leg dich auf einen von denen und du schläfst da. Kein Bock, dass wieder irgendwelche Ratten wieder auf dem Dach sind und wieder ehrenlos schießen. Sehen Sie doch, da haben wir hier ne? Verdammt, du kannst hier nicht einfach tun, wie es dir beliebt! Stundenlang dran sitzen, ey. Die Nächte werden wieder kalt. Ich weiß, wo die Schornsteine sind. Welche denn? Die dieser Hoheit einbaut, wie es als er den Untergrund übernahm. Leg dich auf einen von denen. Schau mal. Du schläfst warm wie eine Katze vor dem Kamin. Ach man. Den Eilschritt, Leute! Seine Hoheit ist kein Freund von Trödeleien. Oh, scheiße. Pourquoi chercher à passer ici inaperçu? Wow, wie läuft's da durch? Zurück mit dir! Je peux vous voir, vous savez. Monsieur Latouche, sorgt ihr immer noch für die ärztliche Versorgung der Entrechteten? Der Tag wird kommen, Sittenstreich. Und zwar eher, als ihr denkt, glaubt mir. Hier komme ich jetzt keine Zeit. Doch. Gehen wir nachher was trinken? Kenne ich dich?
diese Gerüchte. Bringt ihn hinein, schnell! Irgendetwas stimmt hier nicht. Er ist tot hier. Dann werft ihn in die Gosse und schwingt eure Ärsche rein! Mit dem Unglücksrahmen mit 6 geschehen. Das zu bewerkstelligen, ohne die Schlacht Asche zu legen. Benutzt ein paar Tropfen starker Säure. Laien erkennen den Unterschied nicht. Wer du erwischt dich endlich mehr. Liefert mir den Rohr der Tür und ich schenke euch das Leben. Die Katakomben! Er ist in den Katakomben unter der alten Kirche. Latouche, ich habe euch mehr Rückgrat zugetraut. Was wird nur euer Meister sagen? Oh Gott, hilf mir! Mach ein offenes Fenster, schnell. Runter kann ich nicht mehr. Ein offenes Fenster. Gerne die Kisten noch da aus.
leider die Leute hier. Ja. Ja, Freunde, ich check mal noch ein paar Sachen hier aus. Was sind das denn für weiße Blätter? Und auch nur so Kleinigkeiten. Pourquoi ton agitation? Il faut que je rentre discrètement, mais sans tarder. Que nos épouses nous laissent tranquilles. Verstehe. Freunde, ich würde sagen, das war's an dieser Stelle. Ich möchte wie immer und gerne die Videos kurz und knapp halten, aber da es ja Story-Games sind, ist es ein bisschen schwierig. Aber auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, dieses Video. Was laber ich da? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und Instagram und Facebook auch abchecken. Da wird auf jeden Fall die nächsten Tage auf jeden Fall was passieren. Wird keine leere Märchenstunde wieder werden, sondern wird auf jeden Fall was kommen. Ja. Dann würde ich sagen, haut rein, euer Khalid und ciao.